Ahoi Freunde und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 3, The War Chiefs. Eine weitere spektakuläre Mission liegt hinter uns. Ich bin mal gespannt, wie viele Versuche wir dieses Mal brauchen. Und ja, jeder weiß, dass im Winter nicht so gut Krieg zu führen ist. Deswegen hört sich ein kalter Winter direkt mal spannend an. Also, naja, wir werden sehen. Ein harter Winter erwartete die Kolonialarmee bei Valley Forge, aber Nathaniels Miliz war dort, um zu helfen. Ja, helfen. Vier Ausrufezeichen drumherum, Anführungszeichen. Der Sieg bei Saratoga war sehr bedeutend, doch es sollten noch viele Prüfungen folgen. Die Briten und die Hessen schlugen hart zurück und besiegten die Amerikaner bei Brandywine und Germantown. Im Dezember zog sich die Kolonialarmee in ihr Winterlager bei Valley Forge zurück und wartete auf den Frühling. General, wir können hier nicht überwintern. Die Männer werden verhungern. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns neu organisieren. Bald werden wir Convallis Armee gegenüberstehen. Die neuen Rekruten müssen ausgebildet werden. Nahrung brauchen sie dringender als Ausbildung. Ich werde einen Weg durch die feindlichen Linien finden und die notwendigen Vorräte beschaffen. Ein guter Plan. Aber ein sehr gefährlicher, Captain. Seid vorsichtig. Okay, klingt nach einer Erkundungsmission. Ich dachte erst vielleicht an Verteidigung. Dann hatten wir schon eine in der Kampagne. Normalerweise gibt es immer nur eine. Zumindest kenne ich das nur so, jetzt so aus dem Kopf raus. Valley Forge. In diesen Zelten werden wir den Winter niemals überstehen. Die Männer müssen endlich richtige Quartiere bauen. Bauen sie 6 Hütten im Lager, aha, okay. Die Männer werden in dieser Kälte nicht lange durchhalten. Geht wieder an die Feuer, wenn es zu kalt wird. Ach du Scheiße. Ja, so eine Mission hatten wir schon mal im Hauptteil. Yes. I'm ready. What can I do? What is your command? I'm ready. I'm ready. Also war es eben. Yes. Na, egal. Gut. Yes. Die Energie sinkt schon what oder can I do? Was? What is your command? Yes. Also auf jeden Fall nicht oben. Baue Hütten. Wer kann denn das? I'm ready. What is your command? Ah, der Milizionär. Wir brauchen ja Holz. Kann der Milizionär denn auch Holz holen? Oh, okay. Interessant dargestellt. Nein, der Milizionär kann kein Holz holen. Yes? Also wir gehen jetzt erstmal da ans Feuer. Oh ja, die verlieren dann teilweise ganz schön an Energie dann da plötzlich. Das ist immer schubweise. Ja, aber woher sollen wir jetzt das Holz nehmen? Wenn die kein Holz fällen können. Oh, sie können es doch. What is your command? Müssen wir halt aufpassen auf die Puppe. Natürlich mal gut zu wissen, wie schnell die Energie verlieren, aber ich hoffe, es ist gleichmäßig zumindest. Dass es langt, wenn ich einen mir anschaue. Ja, sieht aber gut aus. Ja, ja, die verlieren gleichmäßig die Energie. Mal gucken, wie viel Holz wir zusammenkriegen. Ja, noch einen Balken machen wir weg. Kriegen wir schon mal 2 auf jeden Fall. Dann gehen wir zu diesem Feuer hier. I'm going now. Ich hoffe nur, dass wir dann jetzt nicht auch noch plötzlich angegriffen werden. Right. I'm ready. I'm going now. What is your command? I'll do it. Yeah. I'm right. What is your command? Okay. Und wir können bauen. 75.
Gucken, wo wir die überhaupt hinbauen. Ah, okay. Zack. 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 Na, ah, 6 fehlen. Aber okay. Das passt schon. Jetzt muss natürlich gegenüber die Kirche läuten. Na gut, 18 Uhr. Hätte vielleicht vorher mal auf die Uhr gucken können. Aber gut, das wird schon. Passt ja auch so ein bisschen in das Zeitalter. Gut. Und weiter geht's. Drüben sind Schätze. I'm ready. Was bringt der? 140 Nahrung. Ja, das ist jetzt erstmal uninteressant. Wir erfüllen jetzt erstmal die 6. Na? Na, wobei, der Black könnte dies doch machen. Hier zumindest mal da unten das Ding. Hier, komm, weg mit dem Eisbär. Das kriegen wir. Ja, voll, ist hervorragend. Yes. Right. I'm ready. I'm ready. I'm going now. Yes. Schön ist natürlich, ich habe da unten auf dem Energiebalken, ist auf dem Bildschirm so ein kleiner Fleck. Der weist mich nicht nur darauf hin, dass ich mal wieder den Bildschirm sauber machen könnte, sondern ist auch eine äußerst praktische Orientierungshilfe. Was den Energiebalken angeht, ihr fühlt euch... Okay, gut, also größerer Umkreis langt. What can I do? Right. Yes. Alles klar. So, da geht doch wieder ein bisschen was. So. Jetzt nur noch eine hier hin. Ja, hier, so. Und eine... Ja, hier hin. Okay, dann haben wir die schon. Wir haben die Hütten fertig gebaut. Gut, jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, genügend Nahrung für die Truppen zu bekommen. Wir werden angegriffen. Komm, wegschießen. Die werden uns Nahrung geben, aber es wird nicht umsonst sein. Die Kolonialarmee hat jetzt kein Geld. Vielleicht können einige der hiesigen Stämme uns mit Nahrung versorgen. Am Geld soll es nicht scheitern. Ich bin sicher, dass meine Enkel Verständnis dafür haben werden. Wir müssen die britischen Patrouillen unbedingt umgehen. Okay, also wir müssen da unten hin. Sind wir da, Bäcker? Missionsziele hier. Sammeln Sie 3000 Nahrungseinheiten. Yes. Britische Truppen. Attack. To battle. I'll do it. Gut. Dann sollte er sich hier noch einmal aufwärmen. Dann werden wir zuerst mal den Schatz da oben plündern. Attack. Ja, das ist jetzt natürlich hier die Scheiße. Jetzt machen die einem hier natürlich die Gebäude kaputt. Wir können von den Bäckern des südöstlich gelegenen Dorfs noch mehr Nahrung bekommen. Aber wir müssen an den britischen Patrouillen vorbei. Ja. I understand. Was ist mit den britischen Patrouillen? Ist das hier so eine Sache? I'm ready. Alternativ könnten wir natürlich auch von vornherein die Häuser aufgeben. Aber... I'll do it. Ja. Bin ich jetzt nicht so begeistert davon. Consider it done. I understand. I'll do it. I'm going now. To battle. Attack. To battle. Yes.
Consider it done. Ja, ja, komm, mach die Löcher platt. Gutes. Gott. Wie geht's den Drucken? What is your command? I'm ready. Ach, der Energieverlust ist abgeschaltet, kann das sein? Ist natürlich gut. Macht die Sache um einiges einfacher. So, was haben wir hier noch? Holz, uninteressant. Alles klar. Ja, genau, man sieht's auch. Der Schneesturm ist abgeschaltet. Okay, wunderbar. Wunderbar. Dann wäre es natürlich interessant. Sorry, Leute, wenn ich gerade nochmal zurückgehe. Ich möchte mal ausprobieren, ob das dann. Ob das dann als. Wie ein Krankenhaus, sage ich jetzt mal, fungiert. Also, dass die Einheiten da geheilt werden, das wäre natürlich. Nee. Ah, doch! Genial. Also, sie machen durch den Winter keine Verluste mehr, können aber an den Feuern geheilt werden. Das ist natürlich toll. I understand. Okay. Da mache ich mir aber auch keine allzu großen Sorgen darum, die britischen Patrouillen auszuweichen, weil dann müssen wir ja wirklich nur außenrum sozusagen. Hier sind mal Nahrungskisten. Wir haben uns im Sturm verirrt. Könnt ihr uns nach Valley Forge führen? Bringt diesen Nahrungskarren zurück in das Lager. Nehmt euch auf den Weg nach Valley Forge in Acht vor britischen Patrouillen. Okay. Sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn da jetzt nicht zufällig eine hingespawnt wurde. Ja. I'm ready. I understand. I'll do. Consider it done. I understand. Consider it done. Ja, ich will mal versuchen, die Kämpfe zu vermeiden. Vielen Dank für eure Hilfe. Gerne. I understand. Wir brauchen 3000. I'll do it. Nahrung, zack, consider gut. It done. Right. I'm going now. Yes, I'll attack. Consider it done. What is your command? Ein Turm. I understand. Oh, ganz vorsichtig sein. Oder müssen wir den angreifen? I'll do it. I understand. Wisst ihr was, ich bin jetzt mal total bescheuert. I'll do it. Consider it. I understand. I'll do it. Consider it done. Traum wäre es natürlich. Ich würde eigentlich ganz gerne. Ja, komm, drauf. So viele Lebenspunkte haben die Dinger jetzt auch nicht. Und die Angriffsstärke ist auch äußerst gering, also. Ja, das geht schon. Ja, Grenadier ist ganz beschissen. Die haben einen sehr hohen Angriff. Okay. Ja, dann sollen sie uns halt die Häuser kaputt machen. Ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, dass wir hier wesentlich mehr, also dass unsere Einheiten hier wesentlich mehr Trefferpunkte haben als ansonsten. Attack! Solange die den Held angreifen, ist ja auch alles in Ordnung, ne? Ich befürchte, dass das eher ein Verlustgeschäft ist. Das sind nämlich auch nur Siedler. Ja, komm, weg. Die sehen uns nicht an. Ziehen uns erstmal zurück, können uns eventuell an einem Feuer heilen. Ja, scheiße, weg. Einfach durchrennen.